Fertilizer und oder mit Kompost. Das könnte man eigentlich auch machen. Setzt mal einen Honig an. Oh, der ist jetzt schon losgefahren. Laufen wir schnell hinterher. Da vorne flitzt es noch. So schnell. Ich habe die Bahn noch gar nicht getestet. Also ich weiß nicht, ob er optimal hinten ankommt, aber ich glaube mal schon. Es leckt, glaube ich, nur ein bisschen. Jetzt entleert er sich. Das heißt, hier im Endeffekt müsste... Was hatte ich hier reingepackt? Die Blobs, die kommen noch nicht. Jetzt kommen sie. Okay, sind nicht hier drinne. Kann das sein, dass ich vielleicht nichts umgestellt hatte? Okay, sie lagern auf jeden Fall. Ich habe hier nichts. Doch. Gucken. Er hat jetzt noch circa 3 Stacks. So, was macht er jetzt? Ja, okay, er filtert das jetzt erst hier raus. Alles klar, wenn ich jetzt zu sagen komme, filtert den mal raus. Ah, shit. Das müsste aber eigentlich überall wegführen. Ach, okay, ja, jetzt habe ich Mist gebaut. Egal, die kommen auf jeden Fall da rein. Ist sicher. Ich lasse das hier nochmal offen. Ich habe da hier Mist gebaut. Der hier. Wird da von dahin verflüssigt. Das heißt, hier müsste eigentlich rein theoretisch nicht Seed Oil reinkommen, sondern Honig. Und der Honig muss nicht. Warum ist das... Ah ja, stimmt, hier ist Seed Oil reingeflossen, weil das ich nur angeschlossen hatte und der rückwirkend hier reingekommen ist. Aber den habe ich als Tank da angeschlossen. Muss ich die Bahnstrecke wohl ein bisschen ändern? Wohl, was können wir mit dem Honig machen? Ja, wie gesagt, wir können das für Biomasse benutzen. Da müssen wir uns überlegen, was wir dafür machen. Soll denn eventuell den Honig anders fahren, dass wir dann... Moment, da fliege ich nochmal zurück. Einen Moment. Dass wir sagen, die Bahn holt von hier. Bringt hier Seed Oil hin, von da hinten. Fährt dann beim leeren Zustand weiter geradeaus. Hier entlang. Oder es fährt hier entlang, lagert das Seed Oil ab, in die Richtung, fährt dann einen Kreis, holt sich, ne, lagert hier Honig ab, fährt sich um Kreis, holt Seed Oil und fährt hier zurück, da entlang. Du bist ja dann eigentlich wieder so rumfahren, ne? Es gibt auch so, es gibt auch Tracks, ich weiß nicht, ob welche ich davon nehmen müsste. Track. Ich glaube, die ist das. Und dann kann ich einmal links fahren. Fahr wieder geradeaus. Oder? Ne, die ist es, glaube ich. Ah, da muss ich mal schauen. Wie ich das programmiert bekomme. Da gibt es ja, gibt's so eine Sache, aber das muss ich mir ein Tutorial anschauen. Ich glaube, das kriege ich nicht ohnehin. Und dann machen wir hier noch einen Raum hin, wo wir Biomasse, also ein bisschen mehr Biomasse herstellen. So, dann gehen wir nach oben. Ah ne, ich muss erst hoch. So.
könnte das sogar Treppen da reinmachen, ne? Dann ist ja so eine verbackte Kuh. Okay, dann gehen wir jetzt mal eben kurz zur Baumfarm. Schau mal, ich habe hier ein bisschen, ich habe stackweise ein paar Lemon Trees reingepackt. Zitronen und ein paar Oak, aber da ist auch nichts mehr rausgekommen, da ist jetzt nur Holz. Holz. Birke, wir können nochmal das reinpacken, wir können nochmal ein Stack davon reinpacken. Ein Stick davon und ein Stick davon. Okay. Hallo. Ah. Was bleibt der denn so? Vielleicht mache ich das mal. Wenn ich mal kurz den Ordner anlege. Von hinzufügen, dann. Vielleicht liegt das gerade auch im Internet. Mache ich die einfach mal zu hier. So, wir lassen nochmal die einfach hier pflanzen. Das andere können wir später machen. Und ich muss irgendwie noch an Oak kommen. Beziehungsweise an Apple Oak. Das muss ich mal später schauen. Ah, hier läuft auch noch alles prima. Boah, jetzt muss ich mal schauen. Enderperlen. Wo ich das gerade so sehe. Aber die Festplatten sind. Oh, die sind auch mittlerweile grün geworden. Das ist ganz gut. In der Perlen 30.000 haben wir noch ein bisschen Zeit und ein bisschen Platz nach oben hin. Okay, jetzt haben wir dann. Dann kümmern wir uns mal um die Sache, wie gesagt. Warte mal, wir haben. Okay. Da haben wir auch noch so ein paar Setzlinge. Ich wollte die Diamantsache noch machen. Und die einen Bienen züchten. Aber das mache ich auch wieder auf Scream. Das sind die, wenn ich jetzt die Coal eingebe hier, dieses, da den Coal Drop. Damit das Fossil heraushole. Ich weiß gar nicht, was ich. Genau, ist aus den Fossil. Ich glaube, ich habe die irgendwo, ne? Warte mal, habe ich die nicht da hinten drinne? Da habe ich die, glaube ich, drin. Fossil. Das heißt, wir lassen die auch mal ihren Schicksallauf starten. Wir brauchen davon welche. Eventuell brauchen wir Filter. Eine Chest haben wir da vorne. Und eventuell noch eine beheizbare Kammer. Das können wir absehen. Tiger. Was ist denn hier? Hier ist auch Tiger. Das konnte man auch unter F3 sehen, ne? Tiger. 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 Das heißt, hier muss ich auf jeden Fall beheizen. Okay, dann tun wir beheizen. Das heißt, wir könnten den hier nutzen, der genau hier drunter sitzt. Brauche ich noch so ein Ding? Dankeschön. Schau, habe ich Chest hier drin? Ja, genau, eine Chest. Da hätte ich so ein Ding. Ich glaube, ich muss sowieso ein paar mehr bauen. Dann beheizen wir die einfach mal. Ja, die Zylebenbäume, die gammeln hier noch vor sich rum. Das ist ganz okay. Okay, jetzt Heat hieß das, glaube ich, ne? Genau. Da Heat. Eins. Auf jeden Fall noch. Zwei, drei, vier. Ich glaube drei noch. Weiß ich nicht, was ich dafür Biene noch reinpacken werde. Das ist auch unterschiedlich. Das ist genau, jetzt muss ich nochmal fossilt. Ah,
Einmal die fossilen und einmal die old, okay. Ich glaube, die habe ich auch da drinne. Muss ich mir so gucken, weil ich alles angesammelt habe. Genau, die old comps und ne, die tars nicht. Da. Ich glaube, dann habe ich alles. Das wird sich gleich herausstellen, was ich alles wirklich habe davon. Aber jetzt beheizen wir erstmal das Ding.